Mein Name ist Chris, das ist Chris Play und ich heiße euch herzlich willkommen zur neuen FIFA-Prognose des 25. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und 1. FC Köln. Zu Gast habe ich den Seoras, grüß dich. Hallo, grüß dich. Und ja, wir schauen mal, was das Spiel für uns bereithält. Ich als Dortmund-Fan natürlich mit Dortmund. Ich mit Köln. Mal schauen, Topspiel ist angesagt. Genau. Hast du schon mal mit Köln gespielt? Nein. Mit Köln ist es so eine Mannschaft, die man so nicht unbedingt täglich spielen möchte. Ja. Aber ich werde mir größte Mühe geben. Gut. Oh. Da fängt's schon an. Mal schöner Fehlpass. Oh, ja, super. Ich sag's noch. Ach, da rennt er aber auch falsch. Ich bin ja gespannt, bei Dortmund ist das ja immer so 50-50, wie sie gerade drauf sind. Okay. Zur Zeit. Ja. Ja. Also die Jungs, die tun mir echt leid, weil sie haben eigentlich einen echt guten Kader. Heute steht mit Borussia Dortmund Torwart, sicher. Wieder zu den Top-Teams in Europa gezählt werden muss. Tempo, Fußball, oh. Nein. Ach komm, aber gar nichts. Ja, das ist... Was hältst du im Allgemeinen von den Schiedsrichtern bei FIFA? Findest du die gut ausgelegt so oder zu kleinlich? Ich finde, man merkt wirklich, also so soll es ja auch sein, aber man merkt wirklich Unterschiede. Ja. Wie genau die sind. Oh! Aubameyang! Schönes Ding. 1-0. Da hat er wieder seine Schnelligkeit ausgespielt. Ja, der ist wirklich sehr schnell. Ja. Und ich finde, er hat auch in den letzten Spielen oder sage ich mal in dem letzten Jahr jetzt gut an, Technik dazu gewonnen. Also der kann jetzt nicht nur rennen, sondern er kriegt auch Sachen, ein paar Sachen hin, sage ich mal. Das stimmt, ja. War eine Zeit lang leider nicht so. Ja. Das würde mich ja schon sehr freuen, in der 11. Minute ein 1-0. Ja. Ja, im Moment komme ich mit Köln noch nicht ganz so zurecht. Ja, das geht ja gleich gut los. Okay, da war ein Foul. Ja. Wo auch immer. Ah. Ups. Tja. Haben die auch gar nicht gezeigt. Nein. Das sieht aus, denk mal, wieder einfach irgendjemand umgerannt. Wieder abseits, Mensch. Ja. Immobile steht doch gar nicht auf dem Feld. Stimmt, der liebt die Abseitsposition, ne? Ja, leider. Oh, das war aber knapp. Ja. Das ist uns letztens auch aufgefallen, mir und dem Alex, bei der letzten Prognose. Die Abseitslinie ist weg. Ja, stimmt. Aber den Sinn dahinter verstehe ich auch nicht. Na, beim letzten FIFA war sie noch dabei. Genau, ja. Und da hat man es immer richtig schön gesehen und jetzt musst du immer so ein bisschen mitraten. Stimmt, damit es realistischer ist. Wahrscheinlich. So, jetzt mal schauen, dass ich irgendwie mal einen gescheiten Angriff hier starte. Das ist ja Wahnsinn. Das ist auch echt, denke ich, nicht so einfach. Na, du stehst aber auch gut hinten drin. Obwohl ich nicht auf defensiv oder so hab. Ja, ich habe noch gar nicht umgestellt. Oh, faul. Jawohl. Und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Oh, mal schauen, ob der überhaupt gut schießen kann. Lehmann. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Hier der Freistoß. Super Freistoß. Nicht schlecht. Ein paar Zentimeterchen, dann hätte es gepasst. So, Angriff. Ist die beste Verteidigung. Ja, richtig, richtig. Oh. Blaschikowski. So, weiter geht's. Boah, grad so. Raus damit. Wow!
Jetzt habe ich aber Glück gehabt. Boah. So, jetzt nochmal. Jetzt, nein. Ui. Abgefälscht. Ja, es ist auch ein sehr gutes Spiel. Es ist ja der 10. gegen den 11. Oh ja, richtig, richtig. Da geht es um jeden Punkt. Und Dortmund braucht dringend jeden Punkt. Das stimmt. Raus. Feuerwerk. Ja. Oh, oh. Boah. Blocken oh. Zwei Mann. Ja. Nein. Also Ballkontrolle ist nicht so die Stärke. Na. Und da steht er. Oh. Nein, ich bring den Ball nicht raus. Boah. Reus, fast wäre. Boah, der Torwart. Der hat gut zu tun da hinten. Dem wird heute nicht langweilig, nein. Im Gegensatz zu Weidenfeller auf der anderen Seite. Das stimmt, ja. Und. Boah, boah. Was war jetzt? Foul? Okay. Ich habe da keinen Foul gesehen, aber. Ich auch nicht. Sie zeigen aber auch wieder keine Wiederholung, gell? Das stimmt, ja. Na komm schon. Matthias Lehmann. Kevin Vogt. Na. Jetzt läuft er. Oh, zu steil. Schade. So, jetzt aber. Ja, die Dortmunder sind wahnsinnig schnell. Boah. Nein. Kriegt er doch noch. Eine Flanke. Boah. Aber gerade so. Oh, raus damit jetzt. Da sollte er gar nicht hingehen, verdammt. So, jetzt ein Konter. Nein. Faul. Hä? Hä? Das ging jetzt schnell. Also ab und zu kommt man da nicht mit. Ach, jetzt zeigen sie es, guck. Ja. Oh, auch schon wieder weg. Ja. Nehmen wir den. Oh, zu weit. Zum Gegner. Schönes Tackling, sauberer Zweikampf. Na, ich komme gegen dich nicht durch. Das ist Wahnsinn. Och, was lässt denn er den Ball noch liegen? Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Ah, schade, zu weit. Ja. Zwei Bälle im Spiel, auch nicht schlecht. Können wir uns einen aussuchen. Aber haben sie auch cool gemacht, dass er den dann wegschießt? Ja, das haben sie viel flüssiger hingebracht. Oh. Das war aber auch wieder knapp, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, okay, ja, doch okay, nicht so. Im ersten Blick schaut es immer wahnsinnig knapp aus. Das stimmt, ja. Aber es ist ja im echten Leben auch so, in den echten Spielen. Ja, das stimmt, was man sich da manchmal vertut. Aber das ist auch eine Kameraeinstellungssache, finde ich, so eine Perspektivsache. Ja, auf jeden Fall, ja. Lajikowski bewegt den Ball. Das ist das beste Beispiel immer, wenn du im Stadion bist. Und der Ball geht neben das Tor und dann hörst du immer irgendeine Seite total raunen, weil sie meinen, ja. Das Ding ging rein. Ah, komm schon. Setz dich durch. Steh auf. Nein, nein! Oh, da ist die Bude. Das gibt's nicht. Die berühmte 45. Minute. Und dann sowas. Und dann sowas, ja. Doppelpack für Aubameyang. Der guckt ganz traurig. Ja. Oh, wird das Eigentor gewertet. Olkowski, Eigentor. Ah, kurz, ja genau, vor der Halbzeit. Super. Dann gehen wir in die Halbzeit mit einem 2:0. Gar nichts und da
kein mehr. Ja, da kommen wir zur zweiten Halbzeit. Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln. So, das schreit jetzt mal nach Angriff. Ja, genau. Super. Weißt, so nicht? Nee. Die Bälle springen aber auch gut weg bei meinen Leuten. Boah, Blutgrätsche. Ja, FIFA weiß, dass Dortmund gewinnen müsste, das nächste müsste. Spiel unbedingt. Ja. Und oben läuft er. Oh, ein bisschen weit. Zu weit? Ja. Ah. Ich baue jetzt erstmal in Ruhe auf. Mal gucken, ob ich dich das lasse. Der war knapp wieder. Peschko. Oh, jetzt läuft er. Nein, doch nicht. Ah, schade. Richtig gut und entschärft diesen Angriff des Gegners. Und nun Matthias Lehmann. Komm ran da jetzt. Och, den behält er auch noch. Uja. Das Bällchen rollt gut durch die eigenen Reihen. Jetzt suchen sie die Lücke. Aber ein Foul. Ja. Habe ich zwar überhaupt kein Foul gesehen, aber gut. Oh. Oh, der kommt gut. Oh! Wow. Der war gar nicht so schlecht. Das wäre jetzt eine Chance gewesen. Boah, der war echt knapp. Weil ich glaube, anders habe ich gegen dich oder gegen Dortmund keine Chance. Außer durch Standards vielleicht. So, schauen wir mal. Boah, Wahnsinn, die sind so schnell. Jetzt wollen sie das Flügelspiel forcieren. Gefährliche Flanke. Boah. Der sehr gefährlich abgefälscht vom eigenen Mann. Ganz schön knapp. Das sehen wir deutlich in der Wiederholung. So, Ecke, schauen wir mal. Da fehlt jetzt so ein von damals Jan Koller. 2 Meter. Ja, schon, ja. Ja, oh. reicht aber auch so. Wer war das? Hummels? War das Hummels? Ja, Hummels war's. Ja, okay, der kann das auch. Haben wir gesehen bei der WM. Der kann das. Der kann das. Aber dein Torwart, der war da eigentlich dran. Ja, okay. Der kam viel zu spät. Ja, voll unterlaufen. Herzlichen Glückwunsch. Oh, genau vorbeigesprungen. Ja, Fliegenfänger. Na gut. Der Mats Hummels. Wird Zeit, dass er auch mal wieder trifft. Ja, es wird auch wieder Zeit, dass der zu seiner Form findet, wie vor der WM. Das stimmt, aber er ist auf dem besten Weg. Also die letzten Spiele ist er schon wieder deutlich besser. Ja, wird. Also vor der WM und zur WM hat er mir echt super gefallen. Das stimmt, ja. Ich weiß gar nicht, welche Mannschaft das war, wo er noch den entscheidenden Kopfball gemacht hat. Frankreich. Und dann am nächsten Tag dann überall Bilder mit Schachmatz. Ja, genau, stimmt. Das war klasse, da. Super Statistik, ein Schuss, ein Tor. Ja. Jetzt zeigen sie es nochmal, siehst du? Ja. Na, perfekt, hochgesprungen. Keine Chance gehabt. So, mein Standardversuch. Oh, Weidenfeller, okay. Der macht's besser wie meiner. Och. Oh. Was? Oh. Ich hab nur ganz kurz angetippt eigentlich. Das Geschenk nehme ich gerne an. Gerne doch. Ups. Versuch was wert. Ja. Bei der Weidenfeller wird er auch älter. Ja, vielleicht kann man es da mal von der Ferne probieren. Komm schon. Boah. Gibst du den her? Was war das jetzt? War faul. Ach. Nein. Ach. Oh, dein Foul war zuerst wie meins. Aber mir hat der Weidenfeller nur so leid getan gegen... War das gegen Juventus? Der Patzer? Oh ja. Oh, da hat er nicht gut ausgesehen. Das stimmt.
Nee, gegen. Doch, war das? Doch, das war Juventus, ja. Ja. Der Schiedsrichterassistent. Es war jetzt Abseits. Ja. Abseits, ja. Ball ist oben und das völlig zu Recht, wenn wir nochmal hinschauen. Es ist. Schauen wir mal, dass wir noch einen Angriff hinkriegen. Oh. Ja, ein Angriff. Nuri Sahin am Ball. Sahin. Pass raus auf den Flügel. Nein. Der, oh, der rennt aber gar nicht weit. Auch schnell. Oh, das war riskant. Das war sehr riskant. So, jetzt Sahin. Torwart. Hummels. Oh, er hat ihn. Ja, faul. Oh, da ist jemand verletzt. So, jetzt. Konter. Oh, da rennen sie sich noch gegenseitig über den Haufen. Oh nein! Oh. Jetzt hat es kurz gestockt bei mir. Ja. Kurz irritiert gewesen. Jetzt. Ah, schade. Lauf! Lauf, Forrest! Oder. Uja. Na, ist zu langsam. Ah, da steht keiner. Ich glaube, mein geht langsam die Puste aus. Boah. Ja, irgendwie kommt er mit seinen Zuspielen heute nicht durch. Ich weiß auch nicht, was da los ist. So, ab geht er. Lajikowski bewegt den Ball. Boah, gut gespielt durch die Lücke. Ah. Schade. Marcel Risse. 80. Minute, da geht noch nein. Was. Nein! So macht die Balleroberung Spaß. Gündogan. Da ist das Ding! Trotzdem wieder kein Hattrick, Aubameyang. Ja, keiner. Nein? Oh, was für ein Winkel. Ja, Wahnsinn. Unglaubliches Tor. Maßarbeit. Und hier noch oh, in echt hat er den bestimmt daneben gesammelt. Ja. Die Südtribüne tobt. Wie viel sind es? 25.000, oder? Auf der Seite. Ja, ich glaube. Abartig. Also allein deswegen möchte ich schon mal gern auf dieser Tribüne sein. Das muss der Hammer sein. Und das sagst du. Ja, ja, nein, das ist. Nein, man muss euch Dortmunder Fans für diese Kurve beneiden. Also wer das nicht tut, ist kein Fußballfan. Muss man echt so sagen. Sehr korrekte Einstellung. Ja, doch. Oh, nein, der geht nicht mehr. Der geht nicht mehr. Wobei ich eigentlich immer kein Fan bin von Tribünen, also von Fantribünenplätzen. Ja. Ich sitze lieber immer in der Mitte. Ja. Damit du ja das ganze Spielfeld sehen kannst. Beziehungsweise besser sehen kannst. Das stimmt. Das stimmt. Das ist schon. Helmes. Wäre besser. Lajikowski bewegt den Ball. Aber gut, in Dortmund stellt sich die Frage dann als Dortmund-Fan auf jeden Fall nicht. Nein. Aber da muss man dann aber auch erstmal an eine Karte kommen. Ja, das stimmt. Kenne ich hier in München nur zu gut. Aber der Gegner, er hat aufgepasst. Kevin Vogt. Jetzt, Helmes, auf geht's. Ah! Nein. Aber die sind echt zu langsam, man merkt's. Ja, Wahnsinn. Entscheidenden Moment dazwischen. Da zittert's an. Müssen wir es mal mit Technik wieder wegmachen. Jetzt, ja? Nein! Naja, da kriegt der Weinfeller in den letzten 5 Nachspielminuten doch noch was zu tun. Doch noch ein bisschen was zu tun, ja. So, jetzt nochmal, komm. Anschlusstreffer. Ja, da steht doch kein Abschuss! Alter! Holt er nochmal einen Hammer raus. Boah! Okay, noch einer geht noch. Komm! Der geht! Jetzt hat Nachschuss. Der geht! Und Abpfiff. Abpfiff. Oh. Ja, wenn wir das Spiel mit einem 4:0. Ja, wenn Dortmund einen guten Tag hat und so wie gegen Schalke spielt, dann ist das dann realistisch. Ist es sehr realistisch, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Da schauen wir erstmal. Genau. Und ja, ich bedanke mich bei dir und wir sehen uns dann nächste Woche. Genau, ja. Wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten FIFA-Prognose wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.